Regel 1 festgelegten Anredeformen. Zehnte Regel. Ich, der Riddler, Mr. Enigma Sir, behalte mir das Recht vor, weitere Regeln zu ergänzen, sollte dies nötig sein. Ja, ich weiß, was du denkst, Detektiv. Mr. Enigma Sir weiß, wie man sorgfältig eine tolle Zeit plant. Jedenfalls, Detektiv, bin ich es langsam leid, dass deine Dummheit mich zwingt, dir die Grundlagen auf diese Art deutlich zu machen. Hier ist der Code, auf den du gewartet hast. Mal sehen, wie lange es dauert, bis du weißt, wie man ihn benutzt. Was? Du hast das erste Rätsel des Abends gelöst? Gut gemacht, gut gemacht. Willkommen auf meiner Rennstrecke, Detektiv. Du musst drei Kurse diese Herausforderung beenden. Und jeder einzelne hat ein Zeitlimit. Na los, Detektiv. Testen wir doch mal dieses groteske Ego-Mobil. Mach dich bereit, Detektiv. Dieser Test verlangt mehr als bloß schnell zu machen. Tick-Tack, Detektiv, Tick-Tack. Ob der klapprige Motor das wohl hinkriegt? Schneller! Können deine flackernden, stockenden Synapsen mit dem sich automatisch verändernden Kurs mithalten? Ich deaktiviere die Schutzsperre des Nachbrenners. Ich brauche mehr Tempo. Schockierend, dunkler Ritter! Kannst du denn wirklich nicht schneller? Geben, denke ich. Wie wär's, wenn du jetzt gehst?
Dachtest du wirklich, dass eine Herausforderung von mir, dem Riddler, wirklich so einfach wäre? Oh, dunkler Ritter. Du goldiger, naiver Hüter. Natürlich nicht. Dennoch danke für dein unermüdliches Geltungsbedürfnis. Ich konnte dadurch hunderte Terabyte an Leistungsdaten über deinen neuen Raketenleichenwagen sammeln, den du fährst. Selbstverständlich nutze ich die Daten, um zukünftige Tests anspruchsvoller zu gestalten. Wir sehen uns bald, Detektiv. Das ist noch nicht vorbei. Nicht vorbei. Jemand hat an der Merchant Bridge eine verstümmelte Leiche zur Schau gestellt. Wenn ich ihn aufhalten will, muss ich den Tatort nach Hinweisen absuchen. Alfred, ich habe die verstümmelte Leiche gefunden, die Cash erwähnt hat. Ich werde versuchen, die Todesursache zu ermitteln. Bluttests ergaben als Todesursache Herzstillstand durch eine Überdosis Schmerzmittel. Außerdem wurden die Fingerabdrücke des Opfers mit Säure weggeätzt. Ein eher unschönes Ableben. Das ist nicht alles. Sieht aus, als wäre die DNS des Opfers irgendwie beschädigt worden. Es sind nicht genügend Informationen vorhanden, um sie mit der Datenbank abzugleichen. Mit dem Gewebescanner kann ich die Leiche auf besondere Merkmale untersuchen und die Identität des Opfers ermitteln. Ganz recht, Sir. Deformierung am linken Ohr. Sieht nach einer leichten Agenesie aus. Ein Geburtsfehler. Im Darm befindet sich ein Ehering. Die Inschrift lautet Ophelia.
Das Opfer hatte eine künstliche Hüfte. Das Gewebe war noch nicht ganz verheilt. Das hier muss also neu sein. Alfred, der Name des Opfers lautet Anthony Lund. Laut der Patientendaten des Krankenhauses war er alkoholkrank. Wahrscheinlich ging das mit dem Scheitern seiner Ehe einher. Der Name auf dem Ring, Ophelia, ist der seiner Ex-Frau. Er wurde zuletzt in Albuquerque in New Mexico gesehen. Seltsam, diese Personen sind nicht in Gotham verschwunden. Sie wurden hierher gebracht und getötet. Aber warum? Wir müssen den Täter aufspüren. Dürfte ich vorschlagen, auf diese grausige Opernmusik zu achten? Sie scheint seine Signatur zu sein. Die Feuerwehrtruppe ist auf diesen Straßen nicht sicher. Zuletzt wurden sie bei den westlichen Dixon Docks gesehen. Dort sollte ich anfangen. Du hast mich zum Sterben zurückgelassen. Aber diese Gnade werde ich dir nicht gewähren. Ist es wirklich? Was ist hier passiert? Unser Wagen wurde angegriffen. Randalierer haben einen nach dem anderen rausgezerrt. Wir wurden getrennt und verschleppt. Bitte, sie werden uns töten. Ich rette Ihre Leute. Warten Sie. Ein Polizeibeamter wird Sie abholen.